Facebook-Werbung ist eine super Möglichkeit, um deine Zielgruppe sehr zielgerichtet anzusprechen. Aber auch da gilt, man sollte vorher, bevor man anfängt, wissen, was man tut. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Mhm. Hi, wir sind Freya und Andrea und wir nehmen dich an dieser Stelle mit in unsere Welt zwischen den Worten. Wir sind Autorinnen und Self-Publisherin und aktuell reden wir in der inzwischen vierten Folge dieser Reihe über unsere Erfahrungen im Buchmarketing. Und heute geht es um Facebook-Werbung. Genau, das ist ein Tool, das Andrea und ich benutzen beim Bewerben unserer Bücher. Und vielleicht ganz kurz Disclaimer vorab. Also wir reden nicht davon, dass ihr irgendwie was bei Facebook postet oder sowas und dann auf Bewerben eures Posts oder sowas klickt, sondern in der Tat ganz gezielt, wie man das macht, wenn man ein Facebook-Werbekonto hat, wie man Kampagnen aufsetzt, um dann ganz gezielt Menschen auf eure Verkaufsseiten zu locken, damit sie da eure Bücher kaufen. Und das klingt jetzt wieder so schön professionell, als hätten wir wieder Geheimrezepte. ein paar vielleicht, kleine. Vielleicht auch nochmal ganz kurz vorab, einen Schritt zurück. Facebook-Werbung ist Werbung, die, wie Freya schon gesagt hat, du als Kampagne anlegst. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Werbung bei Facebook zu machen. Wir reden heute über zwei Sachen. Einmal, wie du Traffic generieren kannst, also Verkehr für irgendein Link, die auf eure Verkaufsseite, genau. Ja. Also Leute, die eure Anzeige sehen, draufklicken und auf eurer Seite landen. Auf welcher Seite auch immer, auf der Produktseite eures Buches bei Amazon, auf eurem eigenen Shop, auf eurer Website. Genau, und dann die Lead-Generierung, da würde ich auch gerne noch was zu sagen, denn das nutze ich tatsächlich sehr intensiv und das ist eine super Überleitung zum nächsten Video, aber wir sind jetzt in diesem, wie man darüber Newsletter-Abonnenten gewinnen kann oder Abonnentinnen. Und genau, und wenn ihr bei Facebook eine Werbeanzeige schaltet, dann wird die bei verschiedenen Plattformen von Meta, also von Facebook, angezeigt werden. Unter anderem zum Beispiel auch bei Instagram zum Beispiel. Genau, ja. Also die beiden wichtigsten Sachen sind tatsächlich Instagram und Facebook. Und ihr könnt relativ viele Parameter sehr individuell einstellen bei diesen Kampagnen. Das ist so ein bisschen ja, das Coole, aber auch das echt Anstrengende. Und ja, ich hab angefangen mit Facebook zu arbeiten bei meinem dritten Buch tatsächlich erst, Laufe, Liebe, Liebe. Und zwar hat mir da meine liebe Autorin, Kollegin Claudia Giesdorf den Tipp gegeben. Beziehungsweise sie hat mir erzählt, dass sie ein relativ altes Buch bei Facebook beworben hat, es wieder auf 99 Cent heruntergesetzt hatte. Und dann einfach nur das Buchcover und dann 99 Cent. Und das hat sie immer von Freitag bis Sonntag laufen lassen. Und das hat richtig gut funktioniert. Und dann dachte ich, okay, kann ich probieren. Denn mein Buch lief tatsächlich unter den Erwartungen. Und dann habe ich das gemacht und es hat so extrem gut funktioniert. Ich war so angefixt, ich hatte richtig gute Klickpreise und es hat sich wahnsinnig gelohnt. Ja. Genau, also der Vorteil, und das ist der große, große Charme bei Facebook, ist, wenn man ganz professionell seine Kampagnen nämlich fährt. Es nützt einem ja überhaupt nichts, wenn man zum Beispiel, Natalia, ich schreibe Fantasy, wenn ich jemandem, der gerade aber auf der Suche nach Krimis oder Liebesromanen ist, wenn ich dem Fantasy oder einen Staubsauger. Um den Staubsauger so, mal wieder ganz extrem. Genau, und bei Facebook hat man die Möglichkeit, weil Facebook sammelt ja in der Tat, da ist das Datensammeln dann mal für uns gut, eine ganze Menge Daten über die Nutzer, ne? Also auf welchen Homepages seid ihr, welche Posts liked ihr, welche Sponsored Anzeigen, also welche Anzeigen klickt ihr an? Und diese ganzen Daten werden gesammelt und Facebook versucht darüber herauszufinden, welchen Geschmack die jeweiligen Nutzer haben. Und diese Daten, die Facebook dann auf diese Art und Weise sammelt, die kann man für sich als Autor nutzbar machen, indem man zum Beispiel ganz gezielt, wenn ich sage, ich will, dass eine Anzeige, also ne, das steht immer, erkennt ihr bestimmt in eurem Newsfeed, steht dann gesponsert drüber, dass das Leuten angezeigt wird, von denen Facebook weiß, dass sie gerne lesen, dass sie zum Beispiel Fantasy gerne lesen oder gerne Liebesromane lesen, dass sie irgendwie in das Alter passen, das richtige Geschlecht haben und solche Sachen. Oder auch, dass sie zum Beispiel einen Amazon Kindle besitzen. Auch eine Information, die ja mega wichtig ist, wenn wir unsere Bücher bewerben. Oder dass sie gerne einkaufen. Genau, und das... So, und das ist ein super, super Tool, um eben
Weil wenn man ein Budget hat, mit dem man bewirbt, dann will man ja, dass das Buch am besten nur den Leuten beworben wird, die es auch wirklich kaufen. Und das herauszufinden ist nicht so ganz einfach. Und Facebook hat da eine ganze Menge Handwerkszeug, was man für sich nutzbar machen kann. Sodass man Kampagnen aufsetzen kann, wo man zum Beispiel sagt, also für meinen Kriminalroman zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich mir Nutzer rausgesucht habe, von denen ich weiß, dass sie Nele Neuhaus zum Beispiel gerne lesen, weil das so ein bisschen so vom Genre und vom Stil her ganz gut zu meinen Büchern auch passt. Und dann kann man das nochmal weiter eingrenzen. Bitte nur Leute, die auch ein Amazon Kindle-Konto haben, um ganz gezielt die Leute anzusprechen mit einer Werbeanzeige. Leute, guck mal, hier ist ein tolles Buch, das ihr lesen könnt, für einen geringen Preis zum Beispiel. Von denen Facebook vorher schon rausgefiltert hat, das dürfte deine Zielgruppe sein. Setzt aber voraus, das hat Andrea ja gerade eben schon gesagt, dass man vorher, wenn man sein Buch bewirbt, sich sehr klar darüber ist, was ist meine Zielgruppe, welche funktioniert. Und das herauszufinden, dazu gibt es auch dann... Thema. Genau. Aber das vielleicht ist so ein bisschen... Ein kurzer Tipp, der mir wirklich wahnsinnig dazu geholfen hat, meine Zielgruppe herauszufinden. Du versuchst nicht eine große Gruppe an Leuten zusammenzusuchen, zum Beispiel Frauen zwischen 30 und 50, die gerne Klamotten kaufen, sondern du suchst dir eine Person. Du suchst dir Tina, die 36 Jahre alt ist, zwei Kinder hat, Teilzeit in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitet, abends zweimal die Woche zum Yoga geht, einmal zum Krav Maga und sonntags mit ihrem Mann in den Swingerclub. Ich wollte, bis zum Schluss habe ich gerade gedacht, oh, ich denke, ich kenne die Person. Ja. Genau, also ne, das ist das jetzt vom Marketing-Profi, ne, Andrea, ne, also in der Tat, überlegt euch, was ist die Persona, also wie, ne, wie sieht der typische Leser eurer Bücher aus, Leserin eurer Bücher, und dann kann man darauf aufbauen. Wo ihr sie findet und auch wo Facebook sie findet. Genau. Ja. Weil wenn halt Tina keinen Sebastian Fitzek liest, dann braucht ihr auch nicht bei Sebastian Fitzek werben. Also zu dem, genau. Weil ihr könnt bei Facebook könnt ihr halt, also ihr könnt so ganz grobe Daten erfassen, wie zum Beispiel soll aus Deutschland kommen, soll Deutsch sprechen, dann so das Alter und das Geschlecht und dann kann man halt wirklich sehr, sehr detailliert, also man kann tatsächlich Leute, die Sebastian Fitzek mögen, eingeben oder halt Nele Neuhaus und man kann eingeben Leute, die etwas größer vielleicht lesen, was ich jetzt gerade entdeckt habe, zum Beispiel Leute, die auf Lovely Books unterwegs sind. Was stimmt. Ja auch sehr interessant ist. Auch kann ja, man muss ja auch nicht unbedingt immer Facebook-Anzeigen nutzen, um Bücher zu verkaufen. Man kann es ja auch dafür nutzen, um zum Beispiel Testleser zu finden oder so. Oder Blogger zu finden. Und das ist dann halt auch eine Möglichkeit, das einzusetzen. Kostet natürlich Geld, klar. Wenn man bei Instagram was postet, dann ist es kostenlos, aber man erreicht halt bei weitem nicht so viele Leute. Und man kann... Ich will damit einfach sagen, dieses Tool der Werbeanzeigen von Facebook ist so mächtig und umfasst so viel mehr als nur die reinen Buchverkäufe. Also komme ich noch halt so ein paar Tricks und es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, die man sich überlegen muss vorher und man sollte sich in der Tat klar darüber sein, was will ich jetzt für eine Kampagne schalten, weil man kann tatsächlich alles fein einstellen. Also man kann die Wochentage einstellen, an denen die Kampagne läuft. Oder auch nur Wochenende oder darüber haben Andrea und ich kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ob es vielleicht Sinn ergibt, dass man sowas eher abends einstellt, weil man festgestellt, mein Buch wird eigentlich eher abends gekauft. Das heißt, es lohnt sich nicht morgens um 8, dass Leuten das Buch angezeigt wird, weil wenn die dann auf Facebook unterwegs sind, lesen sie Nachrichten oder sowas, aber kaufen keine Bücher. Was aber das habe ich in dem Zusammenhang gesagt, dass es vielleicht bei Amazon Sinn machen würde, nur abends zu schalten, ja. Weil Amazon verbraucht dein Budget einfach sofort. So als würdest du einem Kind einen 5-Euro-Schein geben und das in Süßigkeitenladen gehen lassen. Das gibt die ganzen 5 Euro sofort aus. Aber Facebook gibt die 5 Euro so aus, über den ganzen Tag verteilt. Also es kauft sich alle halbe Stunde ein Lolli zum Beispiel und nicht, ich will jetzt nicht rechnen, 30 Lollis auf einmal. So. Genau, aber Facebook wird das Geld ausgeben. Also wenn man zum Beispiel ein Budget setzt wie 10 Euro am Tag für eine Kampagne, dann kann man damit rechnen, die 10 Euro sind am Ende des Tages auch ausgegeben. Und idealerweise hat das aber... wie wir im Amazon-Video gesagt haben, macht Amazon das nicht zwangsläufig. Nee. Genau, und das ist so ein bisschen, das muss man sich auch einfach vorher im Klaren sein. Und bei diesen ganzen Feineinstellungen, die man machen kann, das muss man auch nochmal dazu wissen, in der Tat, man kann auf verschiedenen Plattformen das bewerben, aber man kann die
Anzeige ganz haargenau so einstellen. Zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle mal die Sponsored-Anzeigen in eurem Newsfeed. Man kann das aber auch in Facebook Stories oder Instagram Stories machen. Dann gibt es noch den Marketplace und Messenger und solche Sachen. Also es gibt einen ganzen bunten Strauß, wo diese Anzeigen platziert werden können. Und der Vorteil ist, wenn man eine Kampagne schon mal eine... Genau, wenn man eine Kampagne mal eine Woche laufen lassen zum Beispiel, dann kann man hinterher genau gucken, welche Platzierung hat funktioniert und welche nicht. Also bei welcher sind tatsächlich Klicks zustande gekommen. Und meistens, das ist bei meinen Kampagnen, also bei allen meinen Kampagnen so, der Newsfeed funktioniert am besten. Vor allem der Facebook-Newsfeed. Sodass, wenn man startet, kann man sich überlegen, ich fange erstmal mit dem Newsfeed an, dass in der Tat bei Leuten, die ganz normal durch ihren Facebook-Feed scrollen, dann irgendwann die eigene Anzeige auftaucht und sagt, hier... Es gibt ein ganz tolles neues Buch von Adi Wilk, ein historischer Roman. Ich glaube, was man da auch beachten darf, also ich weiß, ich habe jetzt tatsächlich keine Daten, wie viele Leute mit der Facebook-App bei Facebook scrollen. Auf jeden Fall ist aber ganz klar, dass ganz, ganz viele Leute über ihren Computer auf Facebook sind. Und bei Instagram sind wirklich, auch wenn es jetzt anders geht, ich denke, da sind fast alle Leute über die App im Dings. Und wenn man, das fällt mir nämlich gerade ein, wenn man bei Instagram auf einen Link klickt, dann öffnet sich quasi ein Browser innerhalb der Instagram-App. Ja. Und da sind die meisten Leute ja nicht standardmäßig mit ihrem Amazon-Konto angemeldet. Das heißt, sie müssen sich erst anmelden. Dann haben sie die zweistufige Verifizierung vielleicht aktiviert. Dann müssen sie jetzt... Es ist ein ganz langer Prozess. Von daher ist, glaube ich, der Kaufabschluss bei Facebook auch wahrscheinlicher, weil die Leute dann halt entweder direkt zur Amazon-App weitergeleitet werden oder direkt auf der Amazon-Seite sind, wo sie sowieso automatisch angemeldet sind. Ganz genau. Das habe ich in meinen Daten auch so festgestellt, dass ich auf Instagram tatsächlich immer ganz gute Klickzahlen hatte, aber ich habe quasi eigentlich keine Verkäufe darüber generiert. Und wenn man es in der Tat auf Facebook beschränkt, dann war dieses Verhältnis Klick-Käufe deutlich besser. Und bei Instagram ist auch ein deutlich jüngeres Publikum unterwegs immer noch. Ich denke, gerade im Bereich Fantasy sind dann halt viele Leute, die einfach gar kein Amazon-Konto haben. Und auf der anderen Seite, Instagram ist sehr weiblich. Das ist wiederum für die Liebesromanautoren natürlich schon so ein Punkt, weil Liebesromane ja tendenziell eher von weiblichen... Bei Kampagnen, wo ich Bücher mit bewerbe, habe ich eigentlich Instagram fast immer ausgeschlossen und nehme wirklich nur den Facebook-Feed. Ich probiere gerade mal so ein bisschen aus bei einer Newsletter-Kampagne, habe ich jetzt wirklich mal alles drin gelassen, um mal zu gucken, was da funktioniert. Aber ja, also ich habe die besten Erfahrungen für Verkäufe tatsächlich nur Facebook-Feed gemacht und andere Newsletter-Anmeldungen, also zum Beispiel, ich habe ja diesen Schreibkalender, den man kostenlos sich runterladen kann, der hat auch super, also da war es wirklich Instagram und Facebook genau gleich. Da kriege ich auch ganz oft eine Nachricht, ja, ich habe das bei Instagram gesehen und so weiter. Weil da muss man sich halt sowieso bei beiden gleich neu anmelden. Da gibst du halt deine E-Mail-Adresse ein, klickst OK und fertig. Ne? Das geht super schnell. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob sich das jetzt im internen Instagram-Browser öffnet oder nicht. Genau. Und aber gerade wenn man sich anguckt, also man kann das in der Tat, bei diesen ganzen Feinjustierungen muss man eines so ein bisschen im Blick behalten. Das habe ich jetzt neulich mitgegeben bekommen und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken bewegt. Der Facebook-Algorithmus, der weiß ja tatsächlich diese ganzen Sachen über viele Personen, weiß er ja gar nicht, sondern er schätzt sie so ein bisschen. Also er versucht ja so ein bisschen im Vorfeld zu antizipieren, wer was mag und was nicht. Und das heißt auch, da steckt eine KI dahinter, die lernt. Und ich habe den Tipp bekommen, wenn man targetiert, also wenn man die Zielgruppe auswählt, für die man eine Kampagne gezeigt bekommen möchte, dass man das nicht zu eng macht, weil man kann das super, super eng machen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur Leute, die Nele Neuhaus lesen und in der Tat zum Beispiel ein Amazon Kindle haben und noch gerne lesen. Also man kann das ganz, ganz spezifisch machen, dann wird die Gruppe immer kleiner. Genau. Das ist nur, je enger man sozusagen das Korsett schnürt, innerhalb dessen sich der Algorithmus bewegen kann, desto schlechter kann er lernen. Und es ist immer gut, wenn man ihm so ein bisschen Gelegenheit gibt, wohl zu lernen. Also ich habe den Tipp bekommen, mal bei einer Kampagne dann relativ weit das Feld zu nehmen, wirklich, also irgendwie nur einen Autor, also man kann auch mehrere Autoren zum Beispiel auswählen, einfach nur mal, dass er bei den Leuten, die Nele Neuhaus lesen, guckt, ganz unabhängig davon, wie sie es lesen zum Beispiel, ob die Anzeige funktioniert und wie nicht. Und er
zieht daraus eigene Daten. Und je länger die Kampagne läuft, desto besser sollte es irgendwann tatsächlich funktionieren. Also das ist so ein Tipp, den man im Hinterkopf behalten muss. Dieser Algorithmus versucht auch eben zu antizipieren, wer mag es und ja. Genau, der Punkt dabei, finde ich, ist so ein bisschen, das ist auch wieder so ein Marketing-Lehrbuch-Ding. Man sagt so, also je natürlich, nachdem wie hochpreisig das Produkt ist, aber so 5 bis 7 Mal muss eine Person irgendwas gesehen haben, bevor sie sich dazu entscheidet, was zu kaufen. Also das ist bei Büchern jetzt nicht so, also finde ich nicht. Aber jemand, der eine Anzeige sieht und zum Beispiel gerade auf den Bus warten, dann kommt der Bus und dann ist die Anzeige weg. Das finde ich immer super anstrengend. wenn der diese Anzeige 2 Tage später nochmal sieht und sich dann daran erinnert, kauft er das Buch halt vielleicht doch. Oder dann kommt vielleicht wieder was dazwischen, weil sie steht gerade vor der Kita und ach, keine Ahnung. Aber wenn man diese Zielgruppe so wahnsinnig groß hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Anzeige mehrfach sieht, sehr gering. Also man könnte natürlich annehmen, dass es ja gut ist, weil mehr Leute die Anzeigen sehen. Letztendlich ist es aber wirklich so, dass dieses Unterbewusstsein halt sowas mehr registriert und das dann halt auch irgendwie so ein vertrauter und vielleicht auch ein bisschen berühmter wirkt, wenn so eine Anzeige halt öfter gesehen wird. Insbesondere natürlich, wenn man sie an verschiedenen Stellen sieht. Also wenn ich da ein Plakat sehe von etwas und dann wird es mir auf dem Handy angezeigt und dann erzählt mir noch eine Freundin davon und so weiter, dann ist natürlich das, dann wächst mein Bewusstsein natürlich noch viel mehr damit. Aber ich dachte früher am Anfang, als ich die Anzeigen geschaltet habe, dachte ich wirklich immer, ach scheiße, jetzt habe ich hier so eine, man nennt das Frequenz, so eine hohe Frequenz, so oft, das wird den Leuten viel zu oft gezeigt. Letztendlich ist das aber nicht schlecht. Und das kriegt man aber mit einer sehr großen Zielgruppe nicht hin. Das kriegt man nur mit einer relativ kleinen Zielgruppe hin. Weil man natürlich keine Frequenz darüber erzeugt, ne? Weil wenn man eine Zielgruppe hat von, weiß ich, 500.000, ne? Das so, also der schätzt dann immer, wie groß die Zielgruppe etwa ist. Und wenn man dann mit einem 10-Euro-Tagesbudget schon mal rein startet, also bis die alle sozusagen die Anzeige einmal gesehen haben, da vergeht echt viel Zeit. So, das muss einem einfach so ein bisschen klar sein. Der Punkt ist nur, was ich bei Facebook einfach sehr charmant finde, auch gerade wenn man anfängt, man kann mit sehr kleinen Budgets anfangen und es wird auch eigentlich so generell empfohlen, mit kleinen Budgets anzufangen. Also man kann wirklich mit Budgets von 5 Euro am Tag oder sowas anfangen und kann damit tatsächlich schon echt Leute erreichen. Und es ist nicht schwierig, eine Facebook-Kampagne aufzusetzen. Also die Oberfläche, ich finde, ist nicht so schön. Es ist auf den ersten Blick sehr viel. Ich finde, es wirkt wahnsinnig komplex und es wirkt wirklich viel. Aber es ist nicht schwierig, wenn man sich von Punkt zu Punkt zu Punkt angelt. Aber ich weiß und kann verstehen, dass es auf viele wahnsinnig bombastisch wirkt. Total. Aber es ist etwas, es gibt eine ganze Reihe von auch kostenlosen YouTube-Videos oder sowas, die man sich dazu anschauen kann. Also ich habe mit einem kostenlosen Video von Mark Dawson damit angefangen, der, das war dann auch so ein Teaser für seine eigenen Kurse, aber das war eben kostenlos, wo er einfach nur diese Oberfläche einmal kurz erklärt hat. Das war so ein 10-Minuten-Video. Und er hat das dann an einem Beispiel gemacht, sodass man theoretisch parallel mitklicken konnte, um was aufzusetzen. Und das war wirklich toll, weil man dann einmal diese Oberfläche, weil da gibt es so verschiedene Ebenen. Es gibt die Kampagne, es gibt die Anzeigengruppe, es gibt dann die Anzeige. Das wird einmal wirklich sehr anschaulich dann erklärt. Und dann hinterher kann man wirklich gut starten und mit den ersten Anzeigen anfangen. Also es ist ein super Tool, wirklich innerhalb, weiß ich nicht, wenn man so ein Video geguckt hat, irgendwie innerhalb von einer halben Stunde kann man seine erste Anzeige aufgesetzt haben und anfangen damit zu arbeiten. Und das ist der Einstieg ist wirklich sehr, sehr leicht. Und so kann man sich mit dem ganzen Thema, gerade wenn man neu auch als Autor ist oder das erste Mal sich mit Facebook-Marketing auseinandersetzt, ist der Einstieg wirklich sehr leicht. Ja. Genau. Und ich glaube, dieses Mark Dawson-Video, da geht es tatsächlich um die Generierung von Newsletter-Leads, oder? War das das? Das bringt uns so wunderbar zu diesem Thema. Denn das ist tatsächlich das, wo ich vor einem Jahr oder so oder noch ein bisschen früher tatsächlich entdeckt habe, dass das richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Wenn man einen guten Reader-Magnet hat, also wirklich etwas Gutes, was man seinen Newsletter-Abonnenten anbieten kann, wie zum Beispiel ein Kurzroman oder der erste Teil einer Serie oder ein Schreibkalender. Also ganz kurz zum Kontext. Also die Idee ist, dass man bei Facebook eine Werbeanzeige läuft nach dem Motto, hier Leute, meldet euch bitte zu meinem Newsletter an, ihr kriegt was dafür. Und dann, das ist dann der entsprechende Magnet, von dem Andrea gerade spricht. Dieses kleine Schmankerl, was man als Autor seinem potenziellen Newsletter-Abonnenten und damit Leser kostenlos zur Verfügung stellt, Gegenleistung, die E-Mail-Adresse und die Aufnahme in den Newsletter-Topf
zu bekommen. Genau, und ich will das jetzt gar nicht, oder wir wollen das jetzt gar nicht so vertiefen, darum geht es ein bisschen, also darüber wollen wir im nächsten Video reden. Aber man erreicht halt wieder genau die Leute, die zum Beispiel Liebesromane lesen, die sich zum Beispiel fürs Schreiben interessieren, die zum Beispiel E-Books gerne lesen. In Hamburg wohnen. Was? Genau, also oder wenn ihr zum Beispiel so einen Roman habt mit Regionalbezug, die ja. Also ich gerne auf Sylt Urlaub machen, sowas, ne? Genau. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Leser davon zu überzeugen oder überhaupt dazu zu bringen, dass sie einen ausprobieren, dass sie einen lesen, wenn sie über den Newsletter ein kostenloses Buch bekommen. Und das das Interessante ist... Man wird einfach sichtbar, ja genau. Ja, aber was halt wirklich... Also ich nutze das in der Kombination. Man kann halt bei Facebook direkt einstellen, dass man Leads generieren möchte. So heißt es halt. Lead ist dann halt jemand, der in dem Fall sich für deinen Newsletter anmeldet. Und genau. Du kannst direkt bei Facebook kannst du direkt Formulare anlegen, wo die Leute dann nur ihren Namen eintragen und beziehungsweise teilweise wird das dann direkt aus deren Profil schon herausgezogen. Also sie müssen gar nicht irgendwas eintragen. Sie müssen nur das Opt-in bestätigen. Stimmt, ja. Und dann das losschicken. Was so ein bisschen tricky an der Sache ist, ist, dass Facebook diese Leads für dich sammelt und du musst sie manuell in dein Mailing-Programm eintragen. Also man kann das auch automatisch einstellen, das kostet aber Geld. Ja, genau. Ich mache das mit einem Automatisierungsprogramm, mit Zapier. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Das kostet im Monatsplan 23 Euro im Monat. Man kann damit aber noch, also ich habe ganz, ganz viele Sachen automatisiert. Für mich lohnt sich das unfassbar. Und das schickt dann halt die Newsletter-Abonnenten direkt an dein Mailing-Programm. Wenn du das nicht machst, dann musst du sie manuell hinzufügen. Und dann ist es dann musst du dir manuell nochmal das doppelte Opt-in, also dieses Ja, ich will dein Newsletter wirklich abonnieren. Das musst du dir manuell abholen. Datenschutz bei MailerLite. Ich weiß nicht, wie es bei Mailchimp oder bei ConvertKit oder bei den ganzen anderen ist, aber bei MailerLite, zumindest als ich damit angefangen habe, ging das noch nicht, dass die dann automatisch noch eine Opt-in-Mail bekommen haben. Ist aber in aller Regel dann auch wieder kein Problem, weil dadurch, dass solche Opt-in-E-Mails sehr, sehr gerne im Spam landen, hast du so die Möglichkeit, die Leute halt direkt nochmal persönlich anzuschreiben und hey, wolltest du dich wirklich anmelden? Das finde ich toll. Bestätige mir das hier kurz und dann bist du drin. Sollte also, man eh machen. Also zusammenfassend, also man kann einfach über Facebook, unabhängig davon, ob man jetzt gerade Leute für seinen Newsletter sammelt oder ganz gezielt Käufer für sein Buch, man kann die einfach, man kann sie darüber finden. Es ist das Tool im Grunde genommen, um sie zu finden und sie zur richtigen Tageszeit zu erwischen, am richtigen Ort, auf dem richtigen Gerät. Man muss sich damit nur so ein bisschen befassen, aber es ist etwas, was so von der Anwenderfreundlichkeit echt gut läuft und was gerade für Autoren, wenn sie starten, und da geht es ja groß um das Thema Sichtbarkeit, ne? Man will irgendwie bestehen neben den ganzen Autoren, man will überhaupt wahrgenommen werden und zwar von seiner Leserschaft. Und die darüber zu finden, ist echt super, super leicht und es ist also wirklich, also Facebook-Werbung hat bei mir, war ein ziemlicher Gamechanger, weil ich einfach auf die Art und Weise plötzlich Leser gefunden habe, die hätte ich sonst nie und nimmer erreicht. Und jetzt gibt es Leute, die mich kennen und meine Bücher gerne lesen und mich anschreiben, dass sie gerne noch weitere Bücher von mir haben wollen. Der einzige Haken an der Sache ist, dass man nicht so wirklich nachvollziehen kann, wie viele Leute haben denn mein Buch jetzt eigentlich gekauft. Und was man noch viel weniger nachvollziehen kann, wie viele Leute haben es ausgeliehen, wenn es bei KDP Select angemeldet ist. Das sind so ein paar Sachen, da man kriegt nicht hoch mit, wie hoch der Streuverlust ist. Also wie viel Geld ich für Klicks ausgebe, die dann nicht zu Käufen führen. Das ist bei Amazon deutlich besser. Auch wenn mir da so ein bisschen fehlt, diese Folgekäufe, weil wenn ich den ersten Teil in der Reihe bewerbe, ist es ja schon interessant, wie viele Leute kaufen die nächsten Teile. Dann rechnet sich ja so ein Klickpreis ganz anders. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Aber es ist jedenfalls also etwas, was, glaube ich, wir können das echt empfehlen. Leute, wenn ihr euch mit Buchmarketing auseinandersetzt, geht das Thema Facebook-Marketing wirklich an. Es lohnt sich auch echt. Auch wenn ihr selber nicht bei Facebook seid. Ihr braucht eine Facebook-Seite dafür, das sollte man dazu sagen. Und man braucht auch ein Instagram-Konto, um auf Instagram Werbung zu schalten. Aber die müssen ja nicht aktiv sein, ne? Also ihr müsst da nicht ständig was posten oder irgendwas, aber ihr müsst euch selber bei Facebook anmelden.
um das nutzen zu können. Genau. Also auch wenn ihr kein Facebook mögt und kein Instagram mögt, eure Zielgruppe ist höchstwahrscheinlich dort. Also bei Facebook sind alle. Was habe ich letztens wieder gelesen? 3 Milliarden Leute sind. Nee. Ach, keine Ahnung. Viele Menschen. Ja, es ist unfassbar krass. Und auch, Ja. es sind auch richtig viele immer noch online, also es ist nichts Totes, ne? Und ich glaube, es ist gerade interessant für so Leute über 30, Zielgruppe, über Und es ist auch 25, 30 etwas, so. ihr findet jede Menge Tutorials dazu im Netz. Also es lohnt sich auch Ja. total. Ich habe den Kurs von Mark Dawson dazu gemacht, was super, super hilfreich war, weil da gibt es auch Tipps zu Anzeigengestaltung, wie mache ich, also wie spreche ich Leute wieder an, die schon mal ein Buch von mir gelesen haben und solche Sachen. Also es ist super, also der Strauß an Möglichkeiten, die man hat, ist quasi endlos. Und es lohnt sich total, da rein zu schnuppern insofern. Und es gibt einfach wirklich viel dazu und man kann das lernen und genau, auf geht's. Und wenn ihr auch was dazu zu sagen habt, dann kommentiert bitte unter diesem Video. Wir verlinken euch auch alles, was wir so an Material dazu hatten. Hier ist gerade ein Polizeiauto. Falls es In gleich deiner klingelt und Wohnung. ich weg bin, wisst ihr Bescheid. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah, ja, das ist nicht mein Es erster geht nicht, dein Gedanke bei Rechtsbeistand sowas. sitzt hier. Ich Haha, würde sehr erstmal gut. sagen, so, ich hätte jetzt gerne erstmal den Ja, so. Durchsuchungsbeschluss und Genau, überhaupt. wir müssen bitte hierher, ne? Der parkt echt vor unserer Tür. Gut, ich denke, wir beenden das Video lieber an dieser Stelle. Mein Fluchtweg und so weiter. Im nächsten Video geht es um die richtigen Newsletter, die eigenen Newsletter, nicht um die Werbung in fremden Newslettern. Die besten Newsletter aller Zeiten. Genau, und ich verrate euch in dem nächsten Video auf jeden Fall etwas, was ziemlich cool ist, was ich euch im nächsten Video Jetzt bin ich total verrate. gespannt. Tschüss!